Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind hier vor der Kaiserstadt. Wir wollen jetzt wieder zurück zur Magiergilde bzw. zur Geheimen Universität und unseren Zauberstab da endlich mal abholen. Nachdem wir hier in der letzten Folge den Streitkolben von Molag Bal bekommen haben. Und ja, Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Ihr braucht mir nicht behilflich zu sein. So, irgendwann werde ich aber auch wahrscheinlich unseren Gefolgsmann, unseren Verehrer hier, ich höre euch zu, Bürger, wegschicken müssen, glaube ich. Seid nicht der Letzte, der heute den Rattenkurier ließ. Ja, der Rattenkurier, wie ich ihn kenne, hin und wieder mal nenne. So. Aber wir wollen jetzt wieder zur Uni. Ehrlich, Händler interessieren sich nicht für... So. So, und ich höre. So. Ein Experte der schweren Rüstung wird nur um 50%... Okay. Eigentlich sieht der Streitkolben schon sehr cool aus, muss ich ehrlich sagen. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft. Ja, ich bin die neueste Errungenschaft. Ah, hallo, ihr müsst die neueste Errungenschaft. Wie heißt er? Irlaf Jarol. Hallo. So, aber wir wollen hier rein. Oh, mir juckt die Nase. Sieh sich einer diese Muskeln an. Willkommen im Chironasium. Kann ich euch helfen? Ja, mein Zauberstab? Ja, er ist fertig. Er ist in diesem Schrank dort in der Ecke. Möge er euch gute Dienste leisten. Lebt wohl. In welchem Schrank? In dem? Magierstab des Feuers? Und jetzt? War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Und jetzt? Auch ihr. Ich hab den Zauberstab. Seid gegrüßt, Rotmar. Was bringt er mir jetzt? Was ist? Oder was muss ich jetzt machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich würde auf jeden Fall erstmal meinen Streitkolben in die Priorei bringen. Den Zauberstab, weiß ich nicht, was ich damit nur jetzt machen soll. Seid gegrüßt, Kommandant. So. Wo ist denn der Streitkolben? Hier. Die anderen Sachen will ich noch verkaufen. Aber ich reise mal vielleicht zurück nach Koroll. Zum Südtor. Und gucke mal, dass sie das dort irgendwie... Also, beziehungsweise, dass ich da erstmal ein paar Aufgaben bekomme. Tamriel? Ich möchte nicht darüber sprechen.
Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Geht. Ich gebe mein Bestes. An Galmo? Nee. Mit wem muss ich reden? Hier mit Tikeus? Einen wunderschönen guten Tag. Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Lebt wohl. Mit wem muss ich dann reden? Ich muss doch irgendwie weitermachen hier, oder? Atraga? Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Lebt wohl. Alberich? Schönen Tag. Seht euch vor. Was muss ich machen? Entschuldigt mich, mein Name ist Angalmo. Kann ich euch helfen? Ja, habt ihr... Nein. Seht euch vor. Muss ich zurück zur Uni? Sprecht. Ich würde gern wissen, mit wem ich sprechen muss. Lustratorium? Wie geht es euch? Kironasium? Übungsräume? Okay. Kollege Magister, ein Wort mit euch? Seht euch vor. Ah, ihr müsst die neueste Errungenschaft der geheimen Universität sein. Dann Magiergemächer. Hallo! Mystische Archive? Und Praxographisches Zentrum. Ja? Meister Zaubermacher Gaspar Stekin zu euren Diensten. Neue Zauber, alte Zauber, gute Zauber, böse Zauber, mir machen alle Spaß. Nicht nur hat die Magiergilde die Praxis der Totenbeschwörung in ihren Reihen verboten, sondern sie weigert sich auch, mit Leuten zu tun zu haben, die sie offen praktizieren. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Legendäre Lebenserkennung, Magik absorbieren, Schatten. Spinnendädra beschwören. Verblichenes Gespenst beschwören. Waffe auflösen, Ägide. Überragende Zauber absorbieren. Auch ihr. Es tut mir leid, Magisterkollege. Aber ich habe im Moment keine Zeit zum Reden. Meine Studien halten mich sehr beschäftigt, wie ihr euch gut vorstellen könnt. Ich würde gern wissen, wo ich jetzt mehr über Dingens lerne. Also beziehungsweise nächste Quest bekomme. Burisern? Schönen Tag. Auch ihr. Ich würde gern weitermachen von der Quest her. Ich grüße. Wie geht's? Ah ja, Tarmina. Das sind meine mystischen Archive. Haltet Sauberkeit, haltet Ruhe. Essen verboten. Okay, Mythische Morgenröte. Ich habe die ersten beiden Bände bei meinen Freunden aufgetrieben und mich nochmal darin vertieft. Manka Kamoran ist aber auch ein faszinierender Autor. Zweifellos verrückt, aber faszinierend. Ah, aber was noch wichtiger ist, ich glaube, dass die ersten Wörter in jedem Absatz wichtig sein könnten.
Vielleicht ist eine Botschaft in ihnen verborgen. Ich werde weiter daran arbeiten. Kommt morgen wieder vorbei, wenn ihr wollt. Vielleicht fällt mir noch etwas anderes ein. Der Vater Mongol. Oh! Die ersten Wörter in jedem Absatz sind der Schlüssel. Ganz bestimmt. Nun ja, ich werde euch nicht länger aufhalten. Lebt. Was hat sich da jetzt aktualisiert? Tamena glaubt, dass mit den ersten Worten jedes Absatzes eine Nachricht zusammengestellt werden kann. Ich muss diesen Hinweis weiterverfolgen. Cool. Sie kann mir da weiterhelfen. Okay, was die Hauptquest angeht. Aber ich weiß jetzt nicht, was ich hier machen soll. Mit der Magiergilde. Ist mir ein Vergnügen. Fahrt fort. Seht euch vor. Magierlehrling. Noch ein Magierlehrling. Ramius Polus, er war da, glaube ich, oder? Ich habe eine neue Aufgabe für euch. Na, endlich! Ja, Aufgabe. Bevor ihr anfangt, müssen wir erst über euren neuen Rang in der Gilde sprechen. Okay, mein neuer Vorteil. Gemäß den Regeln der Gilde qualifiziert ihr euch jetzt für den Rang eines Gesellen. Möget ihr euren Rang mit Würde tragen. Okay, ich bin jetzt Geselle. Nächste Aufgabe. Der Rat untersucht gerade, was bei der Quellhöhle geschehen ist. Ein Großteil unserer Kräfte ist dieser Aufgabe gewidmet, weswegen wir fast niemand entbehren können. Es gibt ein Buch, das damit in Zusammenhang steht und zurückgeholt werden muss. Es wurde vor kurzem an Janus Hasildor, den Grafen von Skingrad, ausgeliehen. Ich möchte, dass ihr es zurückholt. Ich weiß, dass dies keine sehr wichtige Aufgabe zu sein scheint, aber dennoch muss sie erledigt werden, und ihr seid einer der wenigen, die dafür verfügbar sind. Lasst Vorsicht walten. Skingrad ist ein ungewöhnlicher Ort. Seid auf unerwartete Dinge gefasst. Okay, Janus Hasildor. Der Graf lebt zurückgezogen, und es ist oft schwierig, ihn zu treffen. Hoffentlich wird euch euer Status als Repräsentant der Gilde dabei helfen. Sprecht mit dem Majordomus, wenn ihr ankommt. Okay. Lebt wohl. Dann haben wir doch jetzt wieder eine neue Aufgabe. Hintergedanken. Ja. Hallo. Es gibt selten jemanden, der nicht irgendwie irgendwas ohne Hintergedanken macht. Oder will. So. Also auf nach Skingrad. Ich fühle mich aber mit dem Stab nicht gerade wohl. Ich bleib lieber so. Und ich bin noch einmal ganz kurz weg. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Sorry. So. Wir wollen jetzt... Sorry, ich war jetzt wirklich ein bisschen länger weg. Was wollten wir jetzt eigentlich machen? Hab ich gebeten. Okay, Hasildor. Da wollten wir hin. Wir haben ja jetzt wieder eine Aufgabe bekommen. Also, die Kaiserstadt. Ja. Ich soll es einfach mal lassen, das versuchen zu lesen. Das geht so schnell hier durch. Also so. Recht. Wollt hier nur vorbei. Warte mal. Wo müssen wir genau hin eigentlich? Skingrad. Und dann reisen wir dahin. Per Schnellreise. Ab ins Schloss. Falls ihr kein Waffenschmiedgeselle seid. Hier rein. Hier. Wie kann ich euch behilflich? Ja? Die Gilde der Magier, sagt ihr? Ja. Oh, der Graf weiß ganz genau, dass ihr hier seid. Er hat lediglich kein Interesse daran, euch zum jetzigen Zeitpunkt eine Audienz zu gewähren. Nun, da ich euch mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich ihm das nicht verdenken.
Trotzdem werde ich mich bemühen, ihn umzustimmen. Kommt morgen wieder. Vielleicht wird er euch dann empfangen. Guten Morgen. Was habt ihr zu berichten? Mit ihm redest du? Syndikate von Zauberern hätten einen Boykott von kaiserlichen Waren ins Land der Altmer angeführt. Morgen. Gut, gehen wir erstmal nach Hause. Wir haben ja hier. Haben wir hier ein Haus? Moment. Gibt es hier oben auch einen Weg in die... Die Stadt... Die Burg ist so weit außerhalb von der Stadt, jetzt ernsthaft? Man muss aus der Stadt raus, um in die Burg zu gehen. Okay, haben wir hier ein Zuhause schon? Gipfelnebel, Aus dem Ur... Dem Schäfer, okay. Herberge, Kämpfergilde. Rosendornhalle. Seid gegrüßt, Ritter. Kann es sein, dass wir die Rosendornhalle kaufen können? Ihr braucht einen Schlüssel. Okay, die Rosendornhalle fehlt uns noch. So, okay, dann. Oder wir gehen. Wir machen hier in Skin gerade mal eine. Hey! Wir machen mal einen der Oblivion-Tore hier. Wir waren ja schon lange nicht mehr in einem drinnen. Jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohl. Ja. Ich fühle mich in schwerer Rüstung wohl. So. Irgendwo hier in der Nähe ist ja ein Dingens hier. Ein Oblivion-Tor. Machen wir mal eines. Wir hatten ja lange keines mehr gemacht, deswegen können wir ja jetzt eins machen. Da vorne haben wir eins. Dann haben wir insgesamt 3 Tore schon mal geschlossen. Wenn wir das da abschließen, da hinten. Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu. Ich weiß nicht, was die immer. Aber egal, wir gehen hier jetzt mal rein. Okay, da sind Spinnen. Ähm.
Hat die mich betäubt? Die hat mich einfach betäubt. So, Hammer. Ich hoffe, das wird reichen. Speichern Sie oft. Die Ebenen von Oblivion sind ein gefährlicher Ort. Okay, die Frage ist, wo fangen wir genau an hier jetzt? Ihr habt mir nichts getan, ihr seid mir einfach ins Schwert gelaufen. Ah, ne. Ah, Mist. Eruption? Mal gucken, was da oben gibt's. So, magische Essenzen. Ihr habt einen Gefangenen aus dem Käfig befreit. Ödnis von Oblivion. Ist das der Weg, den ich gehen muss? Ich glaube schon. Naturkatastrophe, was? Öde ist von Oblivion. Der Drasak. Akte Touchstone. Wo haben wir das? Okay, den haben wir schon. Der, ja. Ich würde die dann wieder hier reinpacken, wenn ich die schon habe. Da ist noch so ein Ding. Dedra Venim? Dedra Seide? Muss ich in dem hier hoch? Thank you.
Also ich glaube, ich muss hier hoch. Bei dem hier. Ach, Eruption. Gut. Gehen wir den nächsten. Und machen das hier mal. Tornado Gate Control. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr oder ob das was bringt. Tornado. Ich glaube, er ist tot. Salz der Abgründe. Mythische Morgenröte Wache? Also jemand von der mythischen Morgenröte ist jetzt hier auch draufgegangen oder so. So, schnell weg mit dem. Komm, weg. Aber Dremora sind jetzt hier keine, ne? Warum sind hier eigentlich keine Dremora? So, jetzt sind wir einmal komplett im Kreis, oder nicht? Aber wo muss ich hin? Na, kommst du hier nicht hoch? Okay,
Okay, jetzt sind wir einmal komplett im Kreis. Da gibt es keinen Weg hoch, oder? Vielleicht doch. Keine Ahnung, was ich hier machen muss jetzt gerade. Also schon, aber wo ich hin muss. Vielleicht hier unten? Naturkatastrophe. Hätte ich mal einer. Die sind zu schwer. Seid jetzt weg? Wie sieht es mit den Schildern aus? 16, der ist 14. Bleiben wir dabei. Dann weg damit. Ach, da liegt er. Okay, der hat keine Ausrüstung. Schade. Gehen wir dann mal wieder nach oben. Ein Blutbrunnen. Ja, gut. Ich hatte mir mehr auf. Autsch. Vielleicht noch mal kurz ein paar Sachen reparieren. Mist! Hier kamen wir, glaube ich, oder? Ne? Das ist der neue. Okay. Hey! Autsch! Hier müssen wir hin.
Okay, aber müssen wir jetzt nach unten oder wo lang? Hier lang, okay. Immer dieser Drachen. Wenn der andere da wäre, hätte ich nichts gegen. Also die Dremora. Ich hoffe, der wird jetzt zerhackt. Wo kommst du denn her? Wo kam der denn her, jetzt ehrlich? So, einmal kurz heilen. Könnte gefährlich werden, hier jetzt durchzurennen, oder warte mal. Wir haben es überlebt. Noch. So, Tetra-Säcke. Jetzt jemand oder doch nicht? Dunklen Erlösung. Okay, noch so ein Sturm hat danach. Komm. Ach, das gibt nur Mana. So, und jetzt? Hier geht's nach oben, okay. Gibt es hier einen Blutbrunnen? Ich kann einen Blutbrunnen gebrauchen. So, wir sind schon fast ganz oben. Ah, hier gibt es wieder Dremora. Kampf. Wie, was hier? Blutsack, nichts nutzt. Ich
Rewe. Autsch. Hier geblieben. Ihr seid meine nächste Trophäe. Okay, ich glaube, der ist hinüber. Magie reicht nicht aus. Stab der Stille? Ah, okay. Und der eine ist im Tod gestürzt. Gibt's hier noch mehr von diesem Brunnen? Da haben wir noch einen Dedrasack. Und hier haben wir den Siegelstein. Wir können Bücher, Zutaten, Fackeln, Tränke und Reparaturen benutzen. Deine 2 Gold werde ich in Ehren halten. Leider hat er es nicht geschafft. Wieder mal. Aber haben wir hier dann auch wieder mal ein Dedrator zugemacht. Dum, 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 dum. Achso, und den können wir wegschmeißen. Seid gegrüßt, guter Bürger. Grüße. Und den Oretti? Okay. So, jetzt müssen wir aber irgendwie die Nacht über irgendwo bleiben. Was sagt denn die Uhr? 10.42 Uhr am Abend. Janus Hasseldorf, der Graf von Skirat. Ja, okay. Da vorne geht es wahrscheinlich. Mieten wir uns hier dann erstmal wieder ein Zimmer. War hier, glaube ich, oder? Ja. Was? Ich hätte gern ein Bett. Ich habe eine herrliche Kammer an der Ecke, wenn es euch interessiert. Das macht 20 Goldstücke für die Nacht. Ja. Hervorragend. Ich bin sicher, alles wird zu eurer Zufriedenheit ausfallen. Begebt euch nach oben und nehmt die Tür rechts am Ende des Gangs. Schlaft gut. Okay, machen wir. Lebt wohl. Hallo. Grüße. Hier. So, rasten wir dann mal 9 Stunden. 9 Stunden Schlaf würde passen, würde reichen. Gehe ich mal von aus. Einen wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen. So. Dann suchen wir mal den Weg zur Burg nochmal auf. Jetzt müssten wir mit dem sprechen dürfen, oder? War jetzt aber auch ein schneller Weg durchs Oblivion-Tor. Aber ist im Grunde auch alle gleich. Gehe ich mal von aus. Und wenigstens hat Skin gerade jetzt ein Oblivion-Tor weniger, das vorhat, die zu befallen. Und wir werden so oder so noch im Laufe der Hauptgeschichte oder des Stories, des Let's Plays, die Oblivion-Tore ein nach dem anderen. Welche Burg ist das denn? Ist das... Ach, das ist Quatsch. Okay. Kann ich von hier aus auch die anderen sehen? Da ist die Kaiserstadt. Okay, wohl eher weniger. So, werter Mercator. Hier da. Ich habe eine Neuigkeit für euch. Der Graf hat eingewilligt, euch zu empfangen, aber nicht hier. Er will sich um 2 Uhr in der Nacht außerhalb der Stadt, nördlich der verfluchten Mine, mit euch treffen. Es wäre klug von euch, pünktlich zu sein. Folgt der Straße aus Skingrad hinaus nach Westen und über die Hochweide. Der Eingang zur Mine liegt südlich der Straße. Der Graf wird euch direkt vor dem Eingang treffen. Okay, Nachrichten. Wo? Nachrichten. Ich habe schon bessere Zeiten gesehen. Endlich mal gute Neuigkeiten aus Spanien. Die letzten Dädra wurden vertrieben. Fantastisch. Ich schätze, das ist gut. Seid gegrüßt. Wiedersehen. Wo? Wo finde ich denn den Grafen? Schlosshof. Speisesaal. Autsch. Ihr seht wie jemand aus, der sich in schwerer Rüstung wohlfühlt. Shungro Yarup. Morgen. Halliurz. Einen wunderschönen guten Tag. Ja? Will ich mir mal das... Wie schön, euch zu sehen. Darf ich hier rein? Hören wir uns das einmal an. Seid gegrüßt, Retter. Gruß euch. Gruß euch. Gruß euch. Jederzeit. Da darf ich nicht durch. Okay, aber nur hier. Wie geht es euch? Wollte ich mir mal ansehen. Ich gehe mal von aus, ich darf nur hier entlang. Und das, man kann auch nur hier entlang, gehe ich mal von aus. Hallo. Hallo. Dum, 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 dum. Schön, euch zu sehen. Ich bin eure Ablösung. Hallo? Okay, wo müssen wir lang? Sag da hinten. Dann gehen wir mal darum. Aber warum will er mitten in der Nacht sich so weit außerhalb von mit uns treffen? Auch nur an der verfluchten Mine. Hallo.
Ich habe da Bedenken. Und wo soll die... Hier? Wir warten mal. Dum, dum, dum. Oder noch mal eine Stunde? Schau einer an. Ihr kommt früh, Magier. Ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich. Der Graf wird nicht kommen. Er weiß nicht einmal, dass ihr hier seid. Wir werden nicht zulassen, dass die Gilde unsere Pläne vereitelt, auch nicht für den Grafen. Also müsst ihr sterben. Doch keine Sorge, eure Leiche soll uns noch gute Dienste leisten. Ja, okay. Was? Das sind alles Totenbeschwörer. Hey, ich habe ja schon gegen Schlammkrabben gekämpft. Ich, das war top. Einmal und ich bring euch um. Janus Hassidor ist auch noch hier? Wen das? Was ist los? Werdet ihr müde? Ihr unmöglicher Tor, was ist in euch gefahren, dass ihr glaubt, ich würde ausgerechnet diesen Ort als Treffpunkt wählen? Immerhin hat eure Einfältigkeit einem nützlichen Zweck gedient. Ich wusste von Mercator, aber nicht von seinen Freunden. Jetzt ist keiner von ihnen mehr eine Gefahr. Warum war Mercator eine Bedrohung? Erkennt ihr einen Totenbeschwörer nicht, wenn ihr einem begegnet? Ich hatte den Verdacht, dass Mercator diesem Kult angehörte, wollte aber nicht gegen ihn vorgehen, solange ich nicht wusste, wer seine Verbündeten sind. Okay, Janus Hassildor. Was? Wer seid ihr? Graf Janus Hassildor, zu euren Diensten. Ein Dankeschön wäre an dieser Stelle angemessen. Ja, okay, weiter. Entgegen allem, was der Rat vielleicht glaubt, habe ich mich nicht mit den Totenbeschwörern eingelassen und würde dies auch nie tun. Ihr könnt diese Nachricht an sie weiterleiten. Ich wollte hier nur ein Buch. Ach, vielleicht ist euer Rat nicht ganz aufrichtig zu euch gewesen. Glaubt ihr wirklich, dass sie euch nur wegen eines Buches hierher geschickt haben? Nein, sie haben euch geschickt, um mich auszuspionieren. Ihnen sind dieselben Gerüchte wie mir über den Kult der Totenbeschwörer zu Ohren gekommen. Okay, weiter. Sagt dem Rat, wenn sie wieder einmal etwas von mir wollen, dann sollen sie selbst kommen. Sie sollen niemanden unter falschem Vorwand schicken. Es tut mir leid, das wusste ich nicht. Ja, ich sehe das jetzt ein. Ich bereue, dass Traven euch auf diese Weise in die Sache hineingezogen hat. Wenigstens habt ihr es überlebt. Jedenfalls bisher. Vielleicht werdet ihr euch in Zukunft als vertrauenswürdig genug erweisen, dass euch ernsthaftere Aufgaben aufgetragen werden können. Vorerst haben wir hier nichts mehr zu tun. Ich schlage vor, ihr kehrt jetzt zum Rat zurück. Sein Gold nehme ich auf jeden Fall mit. Wo sind die anderen? Warum hat er mit bloßen Fäusten hergekommen und hat versucht zu helfen? Arterion? Kappe des Totenbeschwörers? Nehmen wir auch mal mit. Liegen hier nicht noch mehr? Es waren nur 3 oder 4. Ja, gut. Würde ich sagen, machen wir dann hier in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich bin's, euer Max Deus und ciao!